Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Deck Guide. Heute zeige ich euch einer meiner absoluten Favorites, und zwar Cyberdark und wie ihr das richtig spielt. Und dann am Ende noch ein paar Gameplay-Videos, damit ihr das Deck richtig versteht. Unser absolutes Bossmonster ist Cyberdark End Dragon. Den werden wir die meiste Zeit über beschwören. Und das Deck ist eher gut dann, wenn ihr als Erster geht. Also wenn ihr den Konflikt gewinnt und dann als Erster geht, dann ist das Deck ziemlich gut, weil es halt ein Board aufbaut und dieses Board ist fast unbreakable. Als Zweiter wird es dann schon schwieriger, gegen die Gates anzukommen und so weiter, aber auch da haben wir Outs. So, wie funktioniert dieses Deck? Wir haben ganz viele Searcher in diesem Deck, unter anderem Cyber Dragon Core, Cyber Dark Claw, Cyber Dark Cannon, Cyber Emergency, Cybernetic Horizon und Cyberdark Realm. All diese Karten searchen uns neue Karten, ja. Und wir müssen tatsächlich nur entweder diese Karte auf der Hand haben oder 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 diese Karte auf der Hand haben. Das sind 15 Karten, wovon wir nur eine einzige Karte auf der Hand haben müssen, plus entweder plus ein Cyberdark-Monster, irgendeins, also das oder ein Cyber-Licht-Monster, also das hier, der Cyber-Dragon oder Core selbst. Also diese zwei Karten brauchen wir auf der Hand und das ist fast das gesamte Deck. Das haben wir eigentlich immer. Also um die Combo hier rauszubekommen, haben wir, also das sind über 90%, die wir diese Combo rausbekommen können mit der Starthand auf Turn 1. So, wie funktioniert's? Also, wenn ihr zum Beispiel mit Cyber Emergency startet, dann macht ihr Cyber Emergency. Diese Karte searcht uns Cyber Dragon Core. Cyber Dragon Core searcht uns sämtliche Cyber Tower oder Fallen. Dazu gehört Cyber Emergency selbst oder aber auch Horizon, Realm oder auch Invasion oder auch Eternal. Also searchen uns neue Searcher-Karten. Damit searchen wir eben das Reich. Und mit Reich searchen wir uns ein Cyberdark-Monster, das noch nicht im Graveyard ist. Und damit hole ich mir meistens die Kanone. Und wenn man die Kanone kann man von der Hand auf den Friedhof werfen und kann sich dann ein neues Cyberdark-Monster holen. Und das ist dann, ja, da kann man sich dann entweder Hacke, Horn oder Chimera holen. Genau, dann braucht ihr noch Klaue auf der Hand. Die, wenn ihr die noch nicht habt, dann müsst ihr mit Reich die Klaue holen statt die Kanone. Oder ihr habt Horizon auch schon auf der Hand, weil die brauchen wir auch. Das ist die wichtigste Karte. Die wichtigste Zauberkarte in unserem Deck ist der Horizon. Die enabled die komplette Combo, weil die so viel macht für die Combo. Die macht unglaublich viel. Einerseits legt man ein Cyberdrache-Monster oder ein Cybermaschine-Monster von der Hand auf den Friedhof. Also dazu gehören alle Cyberdark-Monster und alle Cyberdragon-Monster. Und dann könnt ihr vom Deck auch ein Cyberdark- oder Cyberdragon-Monster auf den Friedhof legen, aber es muss von der anderen Eigenschaft sein, also Finsternis und Licht. Die Cyberdragon-Karten sind ja alle Licht und die Cyberdark-Karten sind alle Finsternis. Das heißt, wir müssen von der Hand entweder ein Licht oder ein Finsternis auf den Friedhof legen. Und vom Deck müssen wir dann das andere jeweils auf den Friedhof legen. Also von der Hand zum Beispiel ein Lichtmonster und dann vom Deck ein Finsternismonster. Dann können wir uns ein Cybermaschine-Monster auf unsere Hand holen. Dazu gehören alle sämtliche Monster eigentlich in unserem Deck, aus natürlich erschlossen. Und dann können wir ein Cyberfusionsmonster von unserem Extra-Deck auf den Friedhof legen. Das ist immer der Cyber-Enddrache. Immer. Genau. Und damit können wir einerseits ein Monster auf den Friedhof legen vom Deck, ein Monster searchen und den Cyber-Enddrachen auf den Friedhof legen. Der ist wichtig, dass wir den auf den Friedhof haben. Genau. Den searchen wir uns dann mit Klaue oder mit Core. Mit Reich können wir wieder Klaue holen, mit Emergency kann man Core holen und so weiter. Und da holen wir uns diese Karte. Und am Ende brauchen wir Chimera auf der Hand. Chimera müssen wir rauskommen. Alle anderen Cyberdark-Monster müssen auf den Friedhof landen.
Nur Chimera muss auf der Hand sein. Und Reich kann nicht nur eine Karte searchen, sondern sie kann auch, wenn sie auf dem Feld ist, eine Continuous Spell, können wir zwei Normal Summons machen pro Zug. Eine für jedes Monster und das andere für jedes Cyberdark Monster. Können wir noch eine Normal Summon machen. Und wir benutzen diese zusätzliche Normal Summon für Chimera. Cyber Dragon Core ist die normale Normal Summon und die Cyberdark Normal Summon ist dann mit Chimera. Und wenn Chimera auf dem Feld liegt, können wir eine Zauberfalle abwerfen. Sämtliche, also das alles können wir abwerfen. Und dann ein Kraftbündnis von unserem Deck searchen. Und dann können wir auch Fusionsmaterialien vom Friedhof verbannen. Das kann nämlich Kraftbündnis normalerweise nicht. Aber mit dem Chimera-Effekt können wir auch Sachen verbannen vom Friedhof, um ein Fusionsmaterial zu befördern. Genau. Dann haben wir Cyber Dragon Core und Chimera normalerweise auf dem Feld liegen. Dann können wir, wenn wir das haben, wenn wir diese Ausgangsposition haben, dann können wir Union Carrier rufen. Und dann landet Chimera auf dem Friedhof. Und wenn Chimera auf dem Friedhof landet, dann können wir noch ein weiteres Cyber Dark Monster auf dem Friedhof werfen. Genau. Warum machen wir das alles? Wir wollen ganz viele Cyber Dark Monster auf dem Friedhof haben oder auf der Hand oder auf dem Spielfeld, damit wir Cyber Darkness Dragon rufen können. Diesen hier. Der braucht nämlich 5 Cyber Dark Effekt Monster. Um beschworen zu werden. Und wenn man jetzt mal zählt, wenn wir den hier auf den Friedhof werfen, um einen neuen Cyberdark Monster zu holen, haben wir 1. Wenn wir den hier auf den Friedhof werfen, um eine Cyberdark Zauberfalle zu searchen, haben wir 2. Wenn wir den hier auf dem Spielfeld haben, haben wir 3. Wenn der hier übrigens noch auf den Friedhof geworfen wird, genau, das habe ich ja gesagt, dann können wir noch ein Cyberdark Monster. Also sind da, das sind das gleich 4 mit dem hier. Und mit Horizon werfen wir auf dem Deck auch noch ein Cyberdark Monster, das ist dann 5. Denen. Und dann können wir mit Kraftbündnis hier alle vom Friedhof verbannen, den hier rufen. Dann sagt der, wenn er beschworen wird, können wir ihn mit einem Drache oder Maschinenmonster vom Friedhof ausrüsten. Das ist immer das Cyber-End-Drache. Dann haben wir da nämlich ein 8000er Artica Beatstick auf unserem Board. Weil wir haben ja mit Kraftbündnis wird ja die Artica verdoppelt. Also sind das 4000. Und der Cyber-Endrache hat auch 4000 Deck, das gibt er dem hier, das heißt er hat 8000. Und er ist ein Omni-Negate. Ja, ich kann die Ausrüstungskarte, also den Cyber-Endrachen, wieder auf den Friedhof werfen. Und dann kann ich einen Effekt negate. Eine Karte oder einen Effekt. Aber das ist nicht unser Boss-Monster, sondern unser Boss-Monster ist der Cyber-Dark-End-Dragon. Wie macht man den? Man macht den entweder, man beschwört ihn mit Cyber-Dark-Drache oder plus Cyber-Endrache. Oder man kann auch eine Spezialbeschwörung stören, indem man ein Cyberdark Fusionsmonster Stufe 10 in den Liga, das mit Cyberintra ausgerüstet als Tribut anbietet. Das trifft auf den hier zu, wenn der mit Cyberintra ausgerüstet ist. Das machen wir auch. Wir tributieren den und beschwören Cyberdark End Drag. Und der ist unaffected von allen aktivierten Effekten des Gegners. Und er kann mehrere Male angreifen für jede Ausrüstungskarte, die diese Karte hat, und sie kann einmal pro Spielzug ein Monster vom beliebigen Friedhof ausrüsten. Vom beliebigen Friedhof. Wir können ihn auch ein DPE zum Beispiel aus dem gegnerischen Friedhof klauen. Oder sämtliche andere Karte, die wichtig ist in deren Friedhof. Ne? Genau. Darauf wollen wir enden. So. Das ist jetzt alles vielleicht ein bisschen kompliziert, das gebe ich zu. Aber ich mache da noch Gameplay-Videos, da werdet ihr dann leichter verstehen. Aber ich will euch nur hier sagen, dass Cyberdark End Dragon auf jeden Fall die Endkarte ist. Des Boss-Mods. So. Und dann haben wir aber noch Union Carrier auf dem Spielfeld liegen, den wir ja aus Core und Chimera gemacht haben. Der hier kann ein Monster auf unserem Spielfeld ausrüsten mit einem Monster von der Hand oder dem Deck. Und das Monster bekommt dann 1000 ATK. Genau, ansonsten sind es nur Restrictions und es muss mit demselben Eigenschaft oder demselben Typ sein. Das machen wir und wir hängen an dieses Monster, hängen wir dieses Monster an, ja, den Drachenbuster. Das kennt man vielleicht, Union Carrier heißt normalerweise immer, dass man den Buster irgendwo ranhängt. Und den Buster hängen wir an den Cyberdark End Dragon. Das heißt, wir bekommen nochmal 1000 ATK mehr, das sind dann 6000. Und wenn Buster an ein Monster equipped wird, kann der Gegner keine Monster vom Extra-Deck beschwören.
Ja? Kein Gegner, keine Monster zu beschwören, wo extra dafür. Es ist komplett gelockt. Floodgate. Ja? Das nennt man auch Buster-Lock. Und das synergiert halt sehr gut mit diesem Monster hier. Weil der bekommt ja Angriffe pro Ausrüstungskarte. Also hat er einen Angriff mehr dadurch direkt bekommen. Und ja, wir haben Buster-Lock. Und er bekommt sogar 1000 Artiger mehr. Also kann nicht von Access Code Talker getötet werden, weil Access Code Talker normalerweise 5300 ATK hat. Das würde also reichen, um den hier zu zerstören. Dann aber nicht mehr, weil Buster ja ihm 6000 gibt. Aber gut, er müsste ihn sowieso removen, weil sonst könnte er Access Code Talker gar nicht spielen. Denn wir haben ja mit Buster kann er keine extra Dinge zerstören. Gut, was gibt's hier noch für Karten, die ich noch erwähnen muss, die vielleicht wichtig sind für die Combo? Zum Beispiel gibt es auch Attachment Cyber. Das ist meistens die Karte, die wir auf den Friedhof werfen mit Horizon. Mit Horizon werfen wir auf den Friedhof ein Finsternismonster, ein Cyber-Finsternismonster und ein Cyber-Lichtmonster. Cyber-Finsternismonster ist dann wahrscheinlich Zacke, Horn, sowas, irgendeine unwichtige Karte. Diese beiden sind übrigens unwichtig, deren Effekte sind unwichtig. Das sind einfach nur Cyber-Lichtmonster, die wir auf den Friedhof werfen wollen. Denn zum Beispiel mit Reich können wir ja nur Karten hinzufügen, die noch nicht auf dem Friedhof sind. Und mit Chimera kann ich auch nur Sachen auf dem Friedhof werfen, die noch nicht auf dem Friedhof sind. Deswegen brauchen wir mehrere Cyberdark-Monster mit verschiedenen Namen. Das ist ganz wichtig. Deswegen spielen wir Hornzacke. Es gibt noch Knochen. Das ist auch noch ein Cyberdark-Monster. Hier. Den könnt ihr auch spielen, aber ich würde nur zwei von denen spielen. Ihr könnt auch Knochen spielen und dann Horn raus. Das ist völlig egal. Völlig egal. Genau. Und die andere Karte, die Cyber-Lichtmonster, den ihr mit Horizon auf den Friedhof werft, ist Attachment Cyber. Attachment Cyber ist ziemlich stark, denn den können wir auch ausrüsten, von der Hand oder dem Spielfeld. Ist relativ egal. Aber wenn ihr auf den Friedhof legt, kann ich ihn mit Cyber Dark End Dragon mit seinem eigenen Effekt, dem Monster-Turn-Effekt, ausrüsten. Und der hier gibt jedem seinem ausgerüsteten Monster 600 ATK. Plus, wenn unser Cyber Dark End Dragon tatsächlich irgendwie removed wird, er ist komplett unaffected, 5000 ATK bzw. 6000 mit dem Buster, plus 600 nochmal, also 6600, ist sehr schwer zu removen. Aber falls er tatsächlich removed werden sollte, wird diese Karte ja auch auf den Friedhof gelegt, weil sie eine Ausrüstungskarte ist. Und wenn diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, solange sie den Monster ausrüstet, kann ich ein anderes Cyberdrache oder Cybermaschine-Monster im Friedhof wählen und es als Spezialbeschwörung sparen. Und das ist Cyber Darkness Tomb. Der ist ja auf dem Friedhof, weil wir den ja tributiert haben, um den hier zu beschwören. Können wir den wieder beschwören. Und wenn der beschworen wird, können wir ihn wieder mit Cyber-Enddrachen ausrüsten. Und dann ist es ein 6000er Beatstick mit einem Omni-Negate. Ja? Ziemlich strong. Das ist also eine sehr schöne Ausrüstungskarte, die wir mit Horizon auf den Friedhof werfen. Was gibt's noch für Karten zum Erwähnen? Genau, dann gibt's noch Cyber Ewig und Monster Reborn. Mit diesen Karten beschwören wir meistens den Cyber Darkness Dragon wieder. Denn wir beschwören den Cyber Dark End Dragon und nehmen den hier als Tribut dafür. Und wenn wir dann noch Cyber Ewig oder Monster Reborn auf der Hand haben, können wir die aktivieren und den Cyber Darkness Dragon zurückbringen. Dann haben wir den Cyber Dark End Dragon auf dem Feld. Plus den Cyber Darkness Dragon. Und der Cyber Darkness Dragon kann wieder den Effekt aktivieren, wieder Cyber Enddrachen ausrüsten, ist dann ein 6000er Beatstick mit Omni Negate. Und zwar nicht Once per Turn. Nicht Once per Turn. Und er muss nicht seine eigene Ausrüstungskarte auf den Friedhof legen, also Cyber Enddrachen, sondern er kann auch andere Ausrüstungskarten auf den Friedhof legen. Und zwar die von Cyber Dark End Dragon, also den Buster oder Attachment Cyber. Das heißt, wenn wir Buster und Attachment Cybern auf den hier equipped haben, plus Cyber Darkness Dragon mit Cyber Enddrachen ausgerüstet, haben wir in einem Zug drei Omni Negates, plus Unaffected Beatstick mit 6600 Angriffspunkten, plus einen weiteren Beatstick mit 6000 ATK. Das ist ein ziemlich heftiges Board. Plus Buster Lock, der Floodgate, ne? Wenn ihr die noch zusätzlich, das ist dann richtig geil. Und ihr könnt Cyber Dragon Core, mit Cyber Dragon Core könnt ihr Cyber Ewig auch searchen, tatsächlich.
Also falls ihr schon die komplette Kombo raus habt und immer noch mit Core nicht wisst, was ihr damit dann searchen sollt, weil ihr Reich und Horizon schon habt, dann searcht euch Cyber ewig. Genau. Dann habt ihr den Triple Omni Negate. So, was ist noch erwähnenswert? Invasion ist ganz cool, ist so eine Falle, damit könnt ihr vom Friedhof ein Cyberdark-Effektmuster wählen und dann vom Friedhof den ausrüsten, kommt der 1000 Artika. Oder ihr könnt eine Ausrüstungskarte auf den Friedhof legen, die ihr besitzt, und dann eine Karte vom Gegner zerstören. Also eine Removal-Karte, oder ihr könnt neu ausrüsten für mehr Omni-Negates, wenn ihr den habt, oder für mehr Angriffe für ihn hier. Oder ihr wollt vielleicht, weil ihr Buster irgendwie, weil Buster zum Beispiel zerstört wurde mit, was weiß ich, mit einem Twin Twister oder so, mit einem Back-Roam-Removal, dann könnt ihr mit Invasion die Buster sofort wieder equippen. Und dann ist die Buster-Lock sofort wieder, die Floodgate ist sofort wieder da. Und er kann trotzdem nichts vom Extra-Deck sammeln, obwohl er gerade Twin Twister aktiviert hat. Ja. Genau, das ist Invasion. Ist aber, müsst ihr nicht um den Searching, ist jetzt nicht die beste Karte. Als One-Off finde ich die gut. So, dann gibt es noch eine Spicy-Karte, das nennt sich Ready Fusion. Genauso gut könnt ihr auch Instant Fusion benutzen. Ich würde sogar wahrscheinlich zwei reintun, also eine Ready Fusion, eine Instant Fusion. Würde ich wahrscheinlich spielen. Ich habe jetzt nur eine Ready Fusion, ist auch okay. Also Instant Fusion könnt ihr auch spielen. Eine oder zwei. Was macht Ready Fusion? Warum ist die hier drin? Und zwar, falls wir Dragon Core nicht haben, sondern nur Chimera, dann machen wir es meistens so, um Chimera auf den Friedhof zu legen, damit er seinen Graveyard-Effekt benutzen kann. Machen wir es so, dass wir Chimera mit Reich normal beschwören und dann legen wir mit Horizon nicht die Attachment-Cybern auf den Friedhof, sondern Cyberdrache Herz, auch ein Licht-Cybermonster. Und wenn der hier auf den Friedhof gelegt wird, können wir uns dann Cyberdrache vom Deck searchen. Hier. Den haben wir auch als One-Off drin. Dann searchen wir uns Cyberdrache vom Deck. Und dann können wir Cyberdrache als Tribut beschwören. Tatsächlich. Als Tributbeschwörung beschwören und tributieren dafür Chimera. Chimera wird somit auf den Friedhof gelegt. Wir können ein Cyberdark-Monster vom Deck auf den Friedhof legen. Und wir haben ein Level 5-Monster auf dem Spielfeld. Und wenn wir dann noch Ready Fusion auf der Hand haben, dann aktivieren wir Ready Fusion und beschwören den Cybersauri. Ja? Der macht gar nichts, aber ist ein Level 5 Monster. Und wir haben noch ein Level 5 Monster. Und was heißt das? Alle Cyber Dragon Spieler wissen, was jetzt kommt. Wir beschwören Cyber Dragon Nova. Exceed Monster. Und mit dem machen wir dann Infinity. Und Infinity ist ein Monster, das einerseits ein Monster vom Gegner einfach an sich ranhängen kann. Also quasi removen kann. Und das ist keine Destruction. Also das umgeht gewisse Protections. Also einmal Removal, once per turn. Und Omni-Negate. Ein weiterer Omni-Negate mit dieser Karte. Plus der bekommt noch 200 andere Gewebe angehängte Material. Boah, das ist eher unwichtig. Tatsächlich einfach Omni-Negate. Wir müssen dafür ein Material abhängen, once per turn. Sehr starkes Monster. Das können wir mit Ready Fusion machen. Das ist auch noch ein spicy Pick. Genau, ansonsten ein paar Handtraps, könnt ihr spielen, was ihr wollt, Handtraps sind egal. Ansonsten haben wir hier noch die Kaiju-Monster, genau, die sind auch ganz cool. Kaiju-Monster könnt ihr einfach irgendein Monster vom Gegner als Tribut anbieten und dann den auf seine Seite des Spielfelds beschwören, um irgendein Monster zu removen, das sehr heftige Protection hat. Mit diesem Kaiju-Monster könnt ihr übrigens auch den Cyberdark Enddragon removen. Und dann könnt ihr, wenn ihr Cyber Dragon Core noch auf dem Feld habt, oder Cyber Dragon, könnt ihr Chimera Tech Festungsdrache machen, denn der braucht einen Cyberdrache plus ein plus Maschine Monster, und zwar von beliebiger Spielfeldseite. Also nehmt ihr euren eigenen Cyber Dragon Core als Tribut und den Kaiju Monster, der auf der gegnerischen Spielfeldseite liegt, und macht damit einen Chimera Tech Festungsdrache mit 2000 Artika. Ist nichts Besonderes hier, aber so könnt ihr quasi ein Monster vom Gegner removen durch den Kaiju. Und dann den Kaiju, weil es immerhin ein 3300 ATK-Monster ist, auch noch rebuchen. Ja? Genau. Und gleich noch ein weiteres 2000er Monster machen und euren 400er Monster removen, der dann auch noch einen Graveyard-Effekt hat, theoretisch im nächsten Turn. Genau. Letzte Sache, die ich hier noch sagen kann. Es sind noch weitere Fusionsmonster in diesem Extra-Deck drin.
Megaflottendrache kannst du zum Beispiel, das ist genau gleich wie Festungsdrache, nur dass der hier ein Monster in der Extra-Monsterzone braucht. Also damit könnt ihr jedes Link-Monster outen vom Gegner. Und ansonsten, ja, Twin wird man wahrscheinlich nie machen, Overdrawing auch nie, das ist ganz selten mal. Amoklaufdrache ist noch sehr wichtig, den würdet ihr auch öfter machen. Denn dieses Deck ist sehr gut, wenn ihr als Erster geht, aber nicht so gut, wenn ihr als Zweiter geht. Und ihr macht den hier mit zwei Cyberdrachen-Monster, also wenn ihr Herz zum Beispiel auf dem Friedhof habt oder Chor auf dem Spielfeld, dann könnt ihr mit Kraftbündnis im Amoklaufdrache machen. Dann wird seine ATK verdoppelt. 4200 ATK kann zwei Backrow vom Gegner removen. Dann könnt ihr zwei Lichtmaschine-Monster vom Deck auf den Friedhof legen und dann hat er drei Angriffe in den Zug. 4200 ATK-Monster mit drei Angriffen im Zug. Das ist normalerweise OTK und das könnt ihr machen, wenn ihr als Zweiter geht. Genau, ansonsten, das ist das Deck. Und jetzt schaue ich euch, gebe ich euch noch ein bisschen Gameplay. So, da sind wir wieder. Jetzt im Gameplay-Video. Und ich zeige euch jetzt erstmal, wie die komplette Combo funktioniert, wie sie quasi fast perfekt ausgeführt wird. Und dann gehen wir noch zu einem weiteren Video, wo wir dann ein paar andere Plays noch machen. So, wir discarden Klaue, searchen uns Reich. Reich wird aktiviert, damit können wir uns ein weiteres Cyberdark-Monster hinzufügen, das ist Kanone. Kanone können wir discarden und uns ein weiteres Cyberdark-Monster hinzufügen, das ist Zacke. Jetzt beschwören wir als Normalbeschwörung den Cyber Dragon Core, holen uns Horizon. Horizon aktivieren wir, werfen uns, geht ein bisschen schnell hier tatsächlich, werfen uns Zacke von der Hand ab und die Attachment-Cybern, das ist dann die Lichtmonster, vom Deck auf dem Friedhof. Und searchen uns dann die Chimera. Ja. Wir haben jetzt schon Zacke, Kanone und Klaue auf dem Friedhof. Und wir haben Chimera auf der Hand. So. Jetzt haben wir den Effekt von Reich. Können Chimera als Normalbeschwörung beschwören. Und dann können wir einen Zauber discarden und Kraftbündnis searchen. Da wir eh schon Überlastfusionen haben, brauchen wir Kraftbündnis gar nicht mehr. Das heißt, wir brauchen Kraftbündnis gar nicht searchen. Aber wir können dann direkt die Combo. Geht's weiter. Genau, und Cyber-Enddrachen wird auch noch auf dem Extra-Deck wieder geworfen. Jetzt nehmen wir beide als Tribut und beschwören Union Carrier. Und dadurch ist Chimera auf dem Friedhof gelandet und wir können auch ein weiteres Cyber-Dark-Monster auf den Friedhof werfen. Und jetzt beschwören wir, aktivieren wir Überlastfusion und beschwören den Cyber-Darkness-Dragon. Fünf Cyberdark-Effekt-Monstern kommt dieses Prachtstück aufs Board. Sein Effekt aktiviert sich. Equippen ihn mit Cyber-Enddrachen und nehmen ihn direkt wieder als Tribut, um Cyberdark-Enddragon zu beschwören. Jetzt aktivieren wir den Effekt von Union Carrier, rüsten ihn mit Buster aus. Dann bekommt er 1000 ATK mehr und er kann nichts vom Extra-Deck beschwören. Und jetzt aktivieren wir seinen eigenen Effekt und rüsten ihn mit Attachment-Cybern vom Friedhof aus, den wir durch Horizon auf den Friedhof geworfen haben. Kommt nochmal 600 ATK mehr. Und wenn er hier zerstört wird, können wir Cyber Darkness Dragon vom Friedhof beschwören. Und dann haben wir hier noch die Falle, mit der wir Sachen removen können oder noch mehr equippen können. Genau. Und das war zu viel für ihn. Aufgegeben. Genau. Ich habe so einen Rank gespielt. Ja. Weiß nicht. Ist okay. So, jetzt zeige ich euch nochmal, wie es aussieht, wenn ihr entweder die Combo nicht richtig hinbekommt in der ersten Runde. Das ist sehr selten, aber kann mal vorkommen. Oder ihr geht als Zweiter. Also ihr gewinnt den Coinflip nicht. Starten wir das Ganze. Also hier versuche ich erstmal die normale Combo zu machen. Mit Reich Kanone holen, mit Kanone Zacke holen. Dann mit Core Horizon holen. Mit Horizon dann eben Zacke auf dem Friedhof. Cybern auf dem Friedhof. Wir holen uns Chimera und dann Cyber-Enddrache auf dem Friedhof. Aber dadurch, dass ich jetzt hier nur zwei Cyberdark-Monster habe, plus den sind drei. Der würde noch einen weiteren auf den Friedhof werfen, also vier. Aber das sind eben nur vier und nicht fünf. Und deswegen
Ja, reicht das nicht? So, er spielt hier irgendein Sushi-Deck, das habe ich auch noch nie gesehen. Poppt unsere Reich, wir haben noch ein reiches Bein. Macht jetzt sein Sushi-Schiff, keine Ahnung. Er kann nicht zweimal angreifen oder so. Ich glaube, er kann zweimal angreifen, ja. Genau. Ist uns aber relativ egal. Jetzt zeige ich euch, was man hier noch mit Ready Fusion machen kann und wie man halt als Zweiter gewinnen kann. Wir gehen nochmal in Reich, holen uns nochmal die Chimera. Mit Emergency holen wir uns den Cyberdrachen. Genau. Jetzt können wir natürlich den Cyberdrachen Special sammeln, weil er ein Monster hat und wir keins haben. Wir könnten aber genauso gut mit dem Effekt von Reich Chimera normal beschwören. Uns dann Kraftbündnis holen, indem wir eine Karte abwerfen. Und dann Chimera als Tribut anbieten und Cyberdrache als Tributbeschwörung beschwören, dann würden wir theoretisch den Effekt von Chimera aktivieren und wir hätten Cyberdrache auf dem Feld. Aber dadurch, dass wir jetzt eh sein Special Summon nutzen können, nehmen wir den natürlich gleich. Und jetzt haben wir Ready Fusion hier. Und mit Ready Fusion können wir jetzt Cybersaurier holen. Okay, das war weird. Holen uns Cybersaurier. Ein weiteres Level 5 Monster mit Maschine. Und können jetzt in Nova gehen. Das machen wir hier auch. Wir aktivieren seinen Effekt, actually. Also nehmen hier Detachen den Material Cyberdrache und beschwören ihn direkt wieder. Und zwar wollen wir das deswegen machen, weil wir einen Amoklaufdrache beschwören sollen. Aber dazu kommen wir gleich. Jetzt erstmal mache ich erstmal Infinity. Nehme ich einfach Nova als Tribut anbiete. Das ist mein Omni-Negate. Jetzt discarde ich Klaue, um mir wieder Horizon zu holen. Jetzt kann ich mit der Normalbeschwörung Chimera holen, den hier abwerfen und Kraftbündnis holen. So, und jetzt haben wir nämlich hier auf dem Friedhof unser Cyber Dragon Core, der ja auch als Cyberdrache zählt und Cyberdrache auf dem Feld. Jetzt können wir mit Kraftbündnis actually den Amoklaufdrachen holen, den wir hier haben. Dafür brauche ich zwei Cyberdrachenmonster oder mehr. Und der würde Backrow Removal poppen und dann würde er mehrere Angriffe haben. Eben ein 4200 Beatstick mit drei Angriffen, der das Game finishen soll. Das machen wir meistens, wenn wir als Zweiter dran gehen. Dann beschwören wir meistens den Amoklaufdrachen als OTK-Monster. Genau, wir bieten die beiden Cyberdrachen als Tribut an, beschwören Amoklauf. Der kriegt doppelte ATK durch Kraftbündnis. Jetzt werfen wir zwei Cyberdrachen auf den Friedhof. Herz unter anderem, der kann uns nämlich Core wieder auf die Hand hinzufügen, theoretisch. Ist aber erstmal egal. Jetzt können wir den einfach nehmen, hier ranhängen, removen und jetzt kann der mehrmals angreifen und der Gegner ist down. Ja, das war mein Cyberdrachen-Deck-Guide. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Qualität der Videos ist natürlich nicht die heftigsten, I know. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.